Guten Morgen, ihr Lieben. Ach, bei uns ist schon wieder so viel los. Die Osterfeiertage liegen hinter uns und es war sehr, sehr schön, aber auch teilweise anstrengend, weil Luisa nämlich Fieber hatte und eine Mittelohrentzündung. Und es ging ihr dann tagsüber immer eigentlich sehr gut und sie hat auch keinen Schmerzsaft oder sowas gebraucht. Und abends ging es dann wieder los mit Fieber. Wir dachten jeden Tag, sie ist über den Berg und war es halt dann doch noch nicht. Insofern war das irgendwie nicht so schön. Sie hat dann teilweise auch in der Nacht halluziniert, also hat einfach wahnsinnig wirres Zeug geredet. Und ja, mit Baby und krankem Kind im Bett, da will jeder was anderes zu einer unterschiedlichen Zeit und man kommt einfach sehr wenig zum Schlafen. Dementsprechend bin ich wirklich richtig doll müde. Ich habe von Sonntag auf Montag quasi überhaupt nicht geschlafen, weil ich auch immer gucken wollte, ob Luisas Fieber runtergeht. Die hatte fast 40 und habe das dann zwischendurch immer kontrolliert und sie war dann auch dreimal durchgeschwitzt und wir mussten sie umziehen und sowas. Ja, und dann gestern war ich echt richtig, richtig doll müde. Jetzt heute war die Nacht sehr viel besser, aber es hängt mir halt immer noch so ein bisschen nach. Wir waren heute Morgen schon beim Kinderarzt, weil Jonathan sowieso noch seine Hüftuntersuchung, seinen Hüftultraschall hatte. Da ist auch alles in Ordnung. Und wir haben Luisa gleich mitgenommen, dass sie durchgecheckt wird. Sie braucht kein Antibiotikum, aber sie muss halt viel trinken nach wie vor. Da haben wir eh drauf geachtet. Und Nasenspray nehmen. Genau, und dann sollte das Ganze eigentlich bald besser werden. Sie hat halt gesagt, die Ohren sind zu und die Mandeln sind geschwollen. Insofern dauert das einfach ein bisschen. Das heißt, für sie wird wahrscheinlich diese Woche kein Kindergarten stattfinden, was uns natürlich auch wieder so ein bisschen aus der Bahn wirft mit Sachen, die einfach zu erledigen sind. Christian ist gerade unterrichten unten und Jonathan war jetzt in der Federwiege, der wird aber gerade munter. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, wollte noch kurz durchsaugen, aber vielleicht macht das auch Christian gleich und ich nehme den Kleinen, weil der, ja, der meldet sich jetzt, wie gesagt. Jetzt ist der Jonathan hier bei mir und gerade am Stillen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Es sind auf jeden Fall 1000 Baustellen. Ich habe hier noch zwei Wäschekörbe zum Falten. Ich müsste noch ein paar Bürosachen machen, die ich aber vorher mit Christian auch noch besprechen muss. Einkaufen, ja, lauter so Kram eben, unterrichten. Unterrichten müsste ich auch noch, werde ich auch noch. Ja, ich weiß irgendwie nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Die Karwoche, klar, das ist die Woche vor Ostern. Ja? Genau, und Luisa wünscht sich eigentlich, die hat vom Osterhasen so ein Lego-Set bekommen mit einem Einhorn zum Zusammenbauen. Ich glaube, ein, was ist noch dabei? Ein Schmetterling? Nee. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wünscht sie sich, dass wir das zusammenbauen und ja, so richtig Zeit. Dafür hat irgendwie gerade keiner, aber wir werden das definitiv noch machen heute. Da ist der kleine Mann. Habe ihn gerade gewickelt und der Christian ist mit der Mamba unterwegs. Wir haben jetzt eine Liste geschrieben, was heute alles zu tun ist. Schmeckt die Faust so gut? Schmeckt die Faust so gut? Und haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Da müssten wir jetzt eigentlich gut hinkommen. Ich werde wahrscheinlich einkaufen fahren, damit ich mein Hirn so ein bisschen lüften kann. Und wir haben ab morgen jemanden, der uns etwas im Haushalt unterstützt. Da müssen wir einfach nochmal schauen, ob alle Putzmittel da sind und eventuell noch das ein oder andere nachfüllen. Und du? Wir gehen jetzt mal runter zu deiner Schwester und schauen mal. Die hat nämlich schon angefangen mit Lego bauen. Und du erzählst, liegst dir und erzählst. Oh. Über deine Rassel oder über den Fuchs? Knister, knister. Ja, das sieht doch schon super aus, was du da machst, hm? Ich glaube ja, dass du das auch hinkriegst, ehrlich gesagt. Wie sieht denn das am Ende aus? Darf ich das vorne mal zeigen kurz? Das wird nämlich ein Einhorn. Und dann kann man hier noch das bauen. Was ist denn das? Vielleicht ein Schnabeltier. Ein Schnabeltier und ein Seepferdchen. Ja. Ja. Seeeinhorn, falls ich ein Horn habe. Guck mal, Jonathan, deine tolle Blume, die knistert auch. Aber eigentlich findet der Jonathan immer alles toll, was oben an der Decke ist. Der wird nämlich mal unser Deckenstuckateur. Na? Mr. Dino ist da in seiner Spielzeugkiste drin. Oh, kannst du ihn mal holen? Einmal der Knister-Dino. Bitteschön.
ein kleiner Dino, kleiner Mann. Es ist jetzt doch der Christian zum Einkaufen gefahren, weil ich den Jonathan, wie man sieht, hier in der Trage habe. Und der ist jetzt eingeschlafen. Wenn er aufwacht, wird er bestimmt Hunger bekommen. Die Luisa ist irgendwann nach oben abgedampft. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, ehrlich gesagt. Und hört sich jetzt da ein bisschen was an. Ist wahrscheinlich am Malen in ihrem Einhorn-Malbuch. Das zeige ich euch später vielleicht noch. Das ist relativ cool. Das gibt es beim Teddy für kleines Geld sozusagen. Und da hat man Metallic-Stifte dabei und darf so Linien nachspuren. Am Ende sieht es dann aus, als hätte man so Kratzbilder gemacht. Und ja, richtig, richtig schön. Sie liebt das. So, ich habe hier zwei Zucchini, eine Paprika und Zwiebeln und Knoblauch. Das kommt dann zusammen mit Feta und Frischkäse in eine Auflaufform. Dann wird das so lange gebacken, bis der Feta schön weich ist. Dann kann man den nämlich mit der Gabel zerdrücken und mit dem Frischkäse vermischen. Dann noch das Gemüse untermischen, quasi unterheben, wie auch immer. Und dann Nudeln dazu. Richtig lecker, geht schnell und eine ideale Resteverwertung. Diese wunderschöne Frisur, die ich jetzt gerade habe, die habe ich auch nur deswegen, weil mir der Jonathan sonst in der Trage so schnell wieder wach wird, wenn meine Haare vorne hängen und ihn kitzeln. Kennt ihr übrigens diese tolle Art, Paprika zu schneiden? Ich habe jetzt unten und oben den Deckel und den Boden abgeschnitten und dann kann man nämlich hier ganz einfach das Kerngehäuse rausmachen, indem man hier so entlang schneidet. Ich mache es mal nicht in der Luft. So, hat man hier einmal eine saubere Geschichte, nicht viel Verschnitt und kann jetzt dieses wunderbare Stück Paprika in gleichmäßige Teile schneiden, Stücke schneiden, was natürlich super ist, weil es dann auch gleichmäßig gar wird. Ich mache jetzt noch ein paar Tomaten dazu, weil das lecker schmeckt. Eigentlich darf ich hier keine Tomaten essen, aber ich probiere es mal so ein bisschen aus momentan. Ich habe eine Histaminintoleranz. Da darf man kein Spinat, keine Sachen, die lange gereift sind, keine Tomaten, keinen Wein. Aber ich habe das Gefühl, dass sich mit der Schwangerschaft auch so ein bisschen der Körper verändert hat und dass es momentan eigentlich ganz gut geht, wenn ich es nicht übertreibe. Und außerdem sind das jetzt wirklich nur so ein paar Stückchen, die könnte ich auch rausmachen. Und ja, dann wird es sowieso nichts ausmachen, aber schmeckt halt auch lecker. Mit Tomaten. Das Gemüse ist in der Auflaufform. In der Mitte kann man dann eben Feta und Frischkäse reinlegen, ein bisschen Öl drüber und noch Kräuter. Und Luisa wird das nicht essen, weil ja, die ist nicht so mit Paprika und Zucchini. Träumst du gerade, mein Schatz? Deswegen bekommt die zu ihren Nudeln zwei weichgekochte Karotten. Ich werde jetzt mal eine Absperrung hier in die Küche basteln. Mit einer wunderbaren grünen Ikea-Matte, weil ich weiß, dass ansonsten die Karotten und das Gemüse höchstwahrscheinlich nicht mehr da sind, wenn ich wieder runterkomme. Ich wollte mal kurz mit dem Jonathan nach oben gehen, mal nach der Luisa schauen, was die so macht. Ups, bin ich ganz schief. Und euch eben, wie gesagt, vielleicht kurz das Malbuch von ihr zeigen. Klopf, klopf, darf ich reinkommen? Keine Antwort. Hallo? Darf ich reinkommen? Ja. Wie ich vermutet habe, ist die Luisa hier mit ihrem Malbuch beschäftigt. Magst du es mal zeigen, wie das geht? Das ist ja schon fast fertig wieder, das Einhorn. Richtig cool. Nein. Nein, doch. Hast du schon ganz viel gemacht dran? Guck mal, das ganze Innere hast du schon gemacht. Nein, nicht das Ganze. Nicht das Ganze, aber relativ viel. Jetzt wird der Jonathan auch gerade wach. Na, da hat man hier diese Metallic-Stifte. So Filzstifte und kann das nachspuren, die einzelnen Linien. Jetzt ist der Jonathan gerade interessant. Die Luisa liebt ihren Bruder und ihr Bruder liebt sie. Das weiß ich ganz genau. Wir gehen jetzt alle zusammen mal eine kurze Runde raus, auch wenn Luisa nicht ganz fit ist. Also sie ist heute total normal drauf, man merkt ihr gar nichts an. Und ich glaube auch, sie hat überhaupt gar keine Ohrenschmerzen, Fieber sowieso nicht. Und wir werden jetzt einfach mal eine kurze Runde um den Block gehen. Wir treffen uns auch ganz kurz mit einer Freundin von ihr, weil die auch zufällig gerade unterwegs sind. Und ja, wir gehen einmal durch den Wildpark und dann wieder zurück.
Aber so kriegen wir wenigstens ein bisschen Sauerstoff. Das war zu früh. Wir sind unterwegs gewesen und haben uns ganz, ganz kurz mit Luisas Freundin getroffen. Und ja, dann hat man schon gemerkt, es ist einfach noch nichts. Dann hat sie Christian nach Hause getragen. Ich habe den kleinen Mann zurückgeschoben im Kinderwagen und die Mamba an der anderen Seite geführt, die jetzt irgendwie gerade bellt. Ist wieder irgendwas draußen zu hören. Naja, wir ruhen uns jetzt jedenfalls aus. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Jonathan liegt unter seinem Spielbogen und zappelt ein bisschen vor sich hin. Und irgendwer kommt jetzt gerade. Meine Schwiegereltern sind eben gekommen. Ich glaube, die brauchen was von uns aus der Garage. Ich beende auch den Vlog für heute. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind wir mal alle gesund. Das wäre wirklich traumhaft. Abonniert gern meinen Kanal. Es würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Und bis ganz bald. Tschüss.